Oh, mein Bein schmerzt. Hau, hau, mein Bein schmerzt. Hau, Ja, das hier ist mein Haus, ne? Das mache ich jetzt kaputt. ja, das ist der letzte Part für diese Session. Ich mach dich gleich kaputt. Guck mal, ist das nicht geil? Alles schwebt in der Luft. Da kann man doch springen. Echt? Ist ja Figi, Tricky. Ja, das ist mein neues Haus. Ich, also Da kann man erst. nicht drauf. Da kann man drauf springen, aber nicht durchspringen. Also erst einmal habe ich alles nach oben gebaut. Ich kann kein einziges Klötzlein mehr da drauf bauen. Jetzt baue ich dasselbe nochmal runterwärts, bis es nicht mehr geht. Und dann baue ich wieder alles ab, um zu sehen, wie viele Steine ich denn verbaut habe. Und dann baue ich wieder alles hin. Das wird jetzt mein Projekt in Trove. Freut euch auf viele unterhaltsame Parts. Als nächstes nimmt der Markoxi auf. Richtig. Weil es reicht irgendwann mal aus Tramps Sicht. Ja, für die nächsten 10 Parts. Für die nächsten 15 Parts. Was soll ich dann sagen, wo du noch deinen alten PC hattest? Da müsstest du ein ganzes Jahr aufnehmen. Ich baue ab. Das kannst du abbauen, oder? Ja, das ist außerhalb deines Gebietes. Es wird nachher wieder da sein. Super, klasse. Aber kannst du mir keine Berechtigung geben, bei dir zu bauen? Das geht nur beim Das weiß Club, ich oder? nicht. Ja, es geht wahrscheinlich nur beim Club. Das müsstest du googeln oder beziehungsweise trophen. Nee, ich drauf ist gar nichts. Alter, was bist du für ein König? Cool, gell? Drachenkönig. Kriegst du wenigstens grüne Steine, Hä? wenn du abbaust? Nee. Nicht? Was kriegst du dann für Steine? Gar keine, wie? Graue. Graue. Warum grüne? Ja, weil das in der Spielwelt doch grün ist. Ja, aber das hier ist ja grau, das ist ja Erde quasi in Trove. Erde. Ja, in Trove. Erdogan. Erdoan. Erdogan. Vegan. Erdogan Atalay. Erdogan ist vegan. So, jetzt pass auf. Jetzt kommt's dicke, ne? Guck's einmal, Cobra 11. Nee. Musst du schon machen. Oh, jetzt hat's die ganze Wand wieder hingebaut. Wo bist denn du eigentlich? Hier. In meinem Haus. Außerhalb. Hä, wie geht Ja, du das? hast dein Haus doch woanders hingebaut, du Hund. Richtig scheiße. Ich hab gedacht, es fällt dir nicht auf. Guck mal die Türe. Geh mal da zur Türe rein. Scheiße. Wenn du da jetzt erstmal 10 Kilometer runterfällst. Schade, dass ich dich nicht kaputt machen kann. Versuch mal, ob du außerhalb hoch kannst, also dich da hochbauen zu meinem Ding mit deinen Jumps. Hä? Also, ob du von außen irgendwie oben durchs Dach eindringen kannst in meine Wohnung. Puh, okay, Ob gut. das geht. Warte. Weißt du, ob du irgendwo außerhalb von mir irgendwas bauen kannst, um hochzuspringen und dann wieder zu bauen und dann auf eine Plattform zu gehen? Genau, wir können ja eine Challenge machen. Wie kommst du in Tramps oder Maokoxis Haus? Also da muss dann natürlich die Türe weg sein. Du hast aber viele Jumps.
Ja. Kommst du da rein? Ich bin noch nicht ganz oben. Scheiße. Das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Scheiße, wie bist du da jetzt reingekommen? Das muss ich mir angucken. Toll, jetzt habe ich das Ganze auch umsonst gebaut. Alter, was? Hey, das sieht voll geil aus von außen. Oder? Wie hast du das hingekriegt, Mensch? Das ist voll geil. Muss an jede Ecke hinbauen. Ja, das sieht doch voll geil aus. Hey, das kann ich ja von innen. Tramp, du bist ein Genie. Ein Genie. Genie, das sieht doch voll krass aus, oder? Ja, sieht nicht schlecht aus. Was, bau dein Haus mal woanders hin, ob das da bleibt oder ob das auch Nein, weggeht. nein, das bleibt nicht da. Du kannst außerhalb nicht bauen, weil ich habe nämlich mal über meine Tür, habe ich nämlich mal so ein Dach hingebaut und das ist dann auch verschwunden, Alles leider. klar. Ah ja. Aber hier steht das Ding. So, jetzt pass auf. Schwenk nochmal rüber zum alten Bauplatz. So. Und? Ja, komm, eh. Jetzt geht's nicht. Hey, hallo, was ist denn jetzt? Sieht schon geil aus. Wie das so langsam nach oben geht, es wird immer höher. Ja, aber ganz ehrlich, das sieht doch echt geil aus, oder? Das Rot und dann das geile Grün da nach oben. Kommt da ein Titan? Ich mache ihn kaputt. Geil, ohne Witz, der Titan. Der Titan, der oder unser, also mein Haus ist höher als der Titan joinen kann. Das heißt, ich kann den Titan auf den Kopf spucken, ne? Irgendwie meine ich gerade, ich spiele mit Felix. Alter, was ist das? Ist das Mini-Titan? Das ist ja nochmal Oh ja, das einer. Mini-Titan. Ah, der ist ja Pipi. Ja, und du bist Kacker, ne? Das sind zwei Mini-Titans, Baby-Titans. Baby-Titan, sind die auch neu, oder? Durchs Update. Das weiß ich nicht. Alter, wieso ist da? Da ist ja alles weg. Ja, ich versuche mich da mal hier so an Trove wieder ranzusetzen und an meinem Haus zu bauen. Und dann mal gucken, was ich dir so präsentieren kann beim nächsten Mal. Vorausgesetzt, ich finde Zeit dafür. Das ist momentan ziemlich schwierig. Ja, kurz in unserem Club. Ja, rechne mal so grob im Kopf, wie viele Parts hast du heute aufgenommen? Da muss ich nichts im grob im groben Kopf ausrechnen. 5. Fünf! Ja. Ja, das ist 5 mal 20 sind 100. Tatsächlich. Wir haben heute 100 Parts, 100 Parts aufgenommen. 100 Minuten aufgenommen. 100 Parts, das wäre ein bisschen crazy irgendwie. Ja, wobei, jeder Part eine Minute, ne? Dann hätten wir auch 100 Parts. Ja, vor allem so ein bisschen leveln. Ja, kann Bist du auch ich müde? machen. Ich mach dich gerade nur nach. Oh. Ja, wann gehst du denn heute ins Bett? Also nur zu eurer Information, wir haben 12:30 Uhr nachts. 0:30 Uhr im Volksmund. Ja, wahrscheinlich so um 2 die Richtung, 2:30 Uhr, 2. Puh, das ist spät, ne? Vielleicht auch 2:30 Uhr oder 3. Es ist auch schon oft 3 geworden. Da muss ich ja schon fast wieder aufstehen. Aber das ist voll normal. Ich habe einige Mädels gekannt, die Die sind bis um 4 sind Uhr wach, 4, ne? genau, ja. Ja, meine Kollegin, die ist auch so krass. Also die kann nachts so ein wenig schlafen. Ich weiß auch nicht, was die hat. Das ist ja bei LeFloid so, der schläft ja gar nicht. Also Hä? wenig bis gar nicht. Der hasst Schlafen.
Dann hat er auch immer solche komischen Augen. Hey, das ist doch krank. Ja, der hasst es so sehr, dass er kommt, er schläft maximal 3 Stunden oder so in die Richtung, 3, 4 Stunden. Also ähnlich geht es meiner Kollegin auch. Also die kann irgendwie überhaupt nicht Ja, schlafen aber er und kann schon schlafen, aber er will nicht schlafen. ja, das ist natürlich Er findet krass. es verschwendete Zeit. Alles klar. Der lebt nicht lang, das sei dir jetzt schon. Egal, auf jeden Fall ist die auch, also die kann ganz normalen Spätdienst haben von 13:30 bis um 21 Uhr. Da macht sie noch das und das und das und das und das. Dann liegt sie im Bett und kann nicht schlafen. So. Dann läuft es meistens darauf hinaus, dass sie da am nächsten Tag früh hat. Das heißt, der Frühdienst beginnt um 6:30 und sie steht um 6:30 oder um 5 auf und schläft dann erst um 4 ein. Schläft eine Stunde und geht dann zum Frühdienst. Ich kann das nicht verstehen. Also ich hatte mal eine Zeit lang auch so Einschlafprobleme. Da bin ich 3 Stunden im Bett gelegen und habe nicht gewusst, was muss ich tun, um einzuschlafen. Ich weiß Und nicht, das so Probleme hatte ich noch sei nie, froh. noch nie eigentlich. Auf jeden Fall hatte ich das dann so 3, 4 Monate, aber dann ging das, ne? Und ja, und Es kam noch mal die Meldung Mantle of Power. Jetzt habe ich es gelesen. oh. Es war es tatsächlich. Ja. Dann ich glaube, meine Ex-Freundin, die hatte auch Schlafstörungen. Ja, genau, die hatte auch welche. Also die konnte auch nicht, keine Ahnung, die war 1,5 Tage wach und hat dann einen halben Tag geschlafen. Schlafstörung kenne ich nicht. Sei froh. Es gibt auch manche YouTuber, die haben Schlafstörungen, weil sie nicht wissen, wenn es bergab geht, wie die ihr Geld verdienen sollen. Will die nur YouTube machen, das ist doch scheiße, oder? Ja, auf jeden Fall. Da auf rein auf YouTube kannst du dich nicht stützen. Eben, das ist du musst an ihm herarbeiten. Ja, du kannst zwar deine Arbeit runterfahren, aber nicht komplett aufgeben. Richtig, das ist es, ja. Aber wie ist das, wenn du Geschäftsführer von YouTube, von einer YouTube-Firma bist? Darfst du dann nebenher noch arbeiten? Wie Geschäftsführer von einer YouTube-Firma, wie meinst du das jetzt? Also sowas wie Studio 71, oder? Und da Geschäftsführer, oder Nein, wie? ich meine, du müsst ja, wenn du YouTuber bist, musst du ja eine Firma gründen irgendwann, wenn du einen bestimmten Betrag verdienst. Ja, aber im Endeffekt. Ist dann das YouTube dein Hauptgeschäft und das andere dein Nebenjob oder andersrum? Das Das ist. weiß ich jetzt. Das wird mich jetzt Das interessieren. kommt, glaub, ganz darauf an, wie viel YouTube du denn tagsüber machst. Wenn du natürlich mehr an YouTube verbringst, also nehmen wir an, du verbringst 7 Stunden an YouTube und gehst nur 5 Stunden arbeiten als Polizist oder so. Dann ist YouTube dein Hauptberuf. Also da, wo du am meisten Zeit verdienst. Aber ich glaube jetzt nicht, dass Zeitverdienst. es Zeit verbringst. Aber ich glaube jetzt nicht, dass du irgendwie, keine Ahnung, nicht länger als 10 Stunden YouTube machen darfst wegen dem Arbeitsschutzgesetz, weil im Endeffekt ist es ja dein Ding. Nee, Wenn du dein das eigener YouTube Chef fällt bist. unter freie Arbeit. Also darfst ja zum Beispiel als Chef darfst du ja so viel arbeiten, wie du willst. Nein. Doch. Nee, unsere PDL, also Pflegedienstleitung im Altersheim, die kann auch nicht sagen, heute arbeite ich 24 Stunden und dann mache ich, keine Ahnung, 3 Tage frei. Ja, Das das ist geht wieder nicht. was anderes. Sie ist ja keine Ja, aber die ist auch Geschäftsführerin. Ja, aber Chef. Ja, doch, keine ja, Geschäftsführerin. Nee. wobei. Aber trotzdem, Geschäftsführerin darf das, glaube ich, auch nicht Ich, machen. also meines Erachtens schon. Also habe ich mal gehört. Also ich selber habe ich mich da nicht informiert, aber es hat jemand mal gesagt und da vertraue ich jetzt einfach mal drauf. Weißt du, das ist halt genau so ein Ding. Wenn wir, jetzt fange ich wieder mit dem Thema an, aber gut, was soll's. Wenn wir größer sind, könnten wir einfach mal so unseren Christian anschreiben, den Solmecke, und mal fragen, du Christian, wie ist denn das so? Ja. Ja, das ist, da bist du schon irgendwie, oder beziehungsweise da hast du schon irgendwie so einen VIP-Status, ne?
Bei? Wenn du erfolgreich bist Ach und so, prominent. ja. So ein bisschen schon als YouTuber sowieso bei der jungen Generation. Eben. Aber Da ich hast finde du. das irgendwie übertrieben. Die sind ja teilweise, da himmeln die Leute ja teilweise die YouTuber mehr an als irgendein Superstar aus Hollywood oder so. Ja, weil das dann halt die wahren Superstars sind, die YouTuber. Ja, die Stars der jungen Generation nennt man die ja auch. Ja, das stimmt, ja. Das ist was Ich Wahres kann das nicht dran. verstehen, wie man auf Bibi so abfahren kann oder auf Dena oder keine Ahnung. Also, Bibi, die sieht ja gut aus, ne? Finde Also, ich das ist ja gar nicht. nicht zu bestreiten. Was findest du Nee, nicht? überhaupt nicht. Okay. Dann findest du Dagi Bee schöner, oder? Uah, nee, auch nicht. Der muss gleich kotzen. Bist du sicher, dass das kein Vorurteil ist wegen den Videos, wo die machen, dass du die so ekelhaft findest? Nein. Wenn ich das auch rein objektiv betrachte, auch. Also ich finde die nicht schön, ist so einfach, ist so. Ich finde die nicht schön, Echt? ja. Also ich finde, die sieht nicht schlecht aus, die Bibi. Nee, finde ich nicht. Erstens mal, ja, die ist irgendwie, ja, keine Ahnung, wie soll man das sagen? Ich finde, unter schön sollte man auch einen guten Körper haben und das hat die irgendwie nicht. Alter, was habe ich jetzt gekriegt? Ich habe irgend so einen Cornerstar gefunden. Ich habe da keine Ahnung. Mastery Rank, you got. Nochmal was? Hä, was geht da jetzt ab? Ich habe da gerade voll abkassiert. Hä? Ich verstehe es nicht, aber gut, Und sei's ich drum. mag keine Blondinen. Das ist auch noch ein Grund. Wieso? Weil die dumm sind, oder? Nee, ich find, das sieht einfach. Keine Ahnung, ich habe einfach so ein Faible für Braunhaarige. Sag ich mal so. Was ist deine Haarfarbe? Ist das auch braun oder ich kann das so schlecht einschätzen? Es ist Oder ist so ein. das braunblond? Es ist braun-dunkelblond. Braun Sowas. Sowas dunkelblond. in die Richtung, ja. Oh, hast du mal deine Haare gefärbt? Nee. Ich auch nicht, aber ich möchte mir mal schwarze Haare Ach so, machen doch, ganz lassen. früh habe ich es ja mal gemacht, als ich meinen Hirokese da hatte. Weißt du bestimmt, Echt? ja. Die habe War ich. das, wo wir unser Fotoshooting gemacht haben? Ach, ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall, da hatte ich diesen blonden Hirokese, wie man den nennt. Das Okay. hatte ich mal, aber das würde ich nie wieder machen. Ach, deswegen hast du blond, weil es einfach nicht gut ausgesehen hat. Ich finde, ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich ist dann die nächste Freundin blond. Ist wahrscheinlich schon. Und wahrscheinlich ist die nächste Freundin auch noch Bibi. Ja, nee. Doch, doch. Ja, aber irgendwie, Frauen ist irgendwie geiler. Ich weiß auch nicht warum. Was? Braun. Braun ist. Frauen. Ich habe gerade verstanden, Frauen sind einfach geil. Habe ich gesagt, hä, was ist los? Gedacht habe ich es nicht gesagt. Obwohl es gibt auch geile Rothaarige, das glaubst du gar nicht. Doch, Rothaarige finde ich auch süß. Ja, nee, also ich finde Rothaarige an sich nicht süß. Also da gibt es oft, die Ich. sehen nicht so gut aus, aber da gibt es auch manche, Alter. Also, ich finde, ich weiß ja nicht, ob du die kennst, die Schauspielerin. Wanda Pertlewitz heißt die. Sagt mir nix. Die spielt bei Großstadtrevier mit. Und die sieht echt süß aus mit ihren orangenen, also rot-orangenen Haaren. Da steht der voll. In die bin ich so heimlich verliebt. Also, das ist so mein Star, meine Starliebe sozusagen. Okay. Wanda. Sie Ja, hat auch einen coolen Namen, finde ich. Wanda. ich. Gibt's nicht oft. Nee. Da gibt es eine Metal-Band, die heißt Epica und die Sängerin, die ist auch rothaarig Rot. und die sieht so geil aus. Die heißt Simone Simons. Ist ja geil. Aber die sieht richtig, Alter. Ja, und ansonsten noch irgendwelche Superstars, wo du eigentlich ganz nett findest, oder Nee. beziehungsweise Ich. gibt's nichts, oder? Nee, hauptsächlich von irgendwelchen Bands, aber so von Film oder keine Ahnung, von der Richtung, da habe ich überhaupt nichts. Also, wer auch nicht schlecht aussieht, finde ich, ist diese Lena Gerke und Jessica Ginkel. Also, die, wo die, ach, wie heißt die nochmal, die Direktorin, verdammt.
von der Lehrer. Ah. Keine Wie Ahnung. heißt die? Ich weiß die echten Namen nie. Ja, nee, nicht die echten, die Filmnamen. Also in echt heißt sie Jessica Ginkel, aber wie heißt sie nochmal bei der Lehrer? Oh Mann, ey. Noske Nos Karin. Karen, ja. Jetzt, Mensch, hier. Die Jawohl, finde sie oder auch ich muss nicht. sagen, für eine Blondine sieht die Lena schon nicht schlecht aus. Lena Ge Meyer-Landrut. Nein, Gerke. Also ich gucke halt manchmal immer so Frankenstein, deshalb. Frankenstein, du wirst lachen, aber da, wo ich das Trove hochgeladen habe, wo ich Pause gehabt habe und das hochgeladen Ja. habe, habe ich das auch gesehen und da haben die Lena Gerke reingelegt. Ja, mit dem Also da war Sarazar. Saraza. Ja, genau. Also damit hatte ich zum ersten Mal gestern Kontakt. Nee, Ja, vorgestern. nee, ich hab's einfach durch. Ich hab gelesen, dass Sarazar da mitmacht und habe ich's angeguckt und ja. Und ich habe es angeguckt, weil es rechts da in der YouTube-Leiste drin stand. Nee, ich hab's im Fernsehen angeguckt. Ja, wo kommt das RTL 2, Nee, oder? auf ProSieben. Ja, das fand ich Vor ziemlich geil. Zirkus Also. Halligalli, weil ich gucke auch immer Zirkus Halligalli an und davor kommt halt Frankenstein. Wobei, muss ich ganz ehrlich sagen, die Lena Gerke, also da bei diesem Video mit Sarazar, also da, wo sie die verarscht haben, da hat die furchtbar ausgesehen. Uah. Ja, das. Hey, da war ja auch dieser Ja, Typ ja. von einem neuen Anfall für zwei, dieser, weißt du, der aus der Junior. Saturn-Werbung. Ja, Antoine Monod Junior. Monet Junior. Oder Monet Junior. Der sieht ja schon so aus wie der Gronkh, ne? Ja, ich kenne den halt. Der war einmal bei LPT und. Ja, stimmt, der war da einmal eingeladen, hat er gesagt, Genau, ja. bei LPT, das habe ich angeguckt. Da fand ich den echt nett und vorher hat man den natürlich durch eine Technik von Saturn. Genau, Das war ja. Saturn. Ja, genau. Und daher wurde er dann bei. LPT war, habe ich gemerkt, dass also bei Technik hat er da damals noch gar nichts geredet. Also Richtig, genau. und da hat er dann da losgeredet quasi und da fand ich den echt cool, den Typ eigentlich. Ja, der ist auch cool. Ja, auf jeden Fall. Und seitdem finde ich den, also wegen dem gucke ich auch Ding an, obwohl er da eigentlich fast nie mitspielt bei Frankenstein. Echt? Ist der da öfters, oder? Ja, Sind die da das ist öfters? ja die Vierergruppe. Ah Er, ja. Lena Gerke und nochmal zwei, aber er macht da irgendwie nicht so oft mit, habe ich so das Gefühl. Ah ja. Ja. Also dieser Antoine Monet Junior, also der ist wirklich cool, ja. Und wie schon gesagt, der sieht echt wie Gronkh aus. Also so von der Frisur, vom Bart, Aber von der das ist Gesichtsform. momentan auch irgendwie in, bei uns sehen auch ein paar so aus. Ja, Echt? ja. Also meinst du so frisurmäßig, oder? Ja, bartmäßig vor allem. Bartmäßig. Ja, stimmt. So Bärtes, die sind ja immer wieder im Trend, ne? Ja. Aber irgendwie mag es meine Mutter nicht. Die sagt immer, mach den wieder weg. Das sagt meine Mutter auch immer. Das sieht scheiße aus. Meine Oma sagt's auch. Mein Opa sagt's auch. Dein Opa hat doch mal selber einen 3-Tage-Bart. Ja, aber ich hatte mal einen 20, 30 Tage Bart. Ja, du, ich habe jetzt momentan 40 Tage Bart. Das reicht, glaube ich, nicht mal. Ja, das fanden die irgendwie nicht so cool. Ja, du. Ich wollte eigentlich. Oh. Titan. Titan, ja. Ich wollte eigentlich mal ein komplettes halbes Jahr wachsen lassen nach dem Abi. Oh, also, wenn du das durchziehst, dann lade ich dich mal in den McDonald's ein. Also, ich würde das nicht packen. Aber da hat meine Mutter, wie gesagt, die war da irgendwie ein bisschen dagegen. Ja, besonders als Bauchschläfer ist so ein langer Bart wirklich richtig nervig. Na, ich bin rechte Seite lege ich immer. Also ich liege entweder auf dem Bauch, Das also auf kann dem Rücken liege ich nie, außer auf ich dem gar Sofa. nicht. Ich kann zum Beispiel nicht auf dem Rücken liegen, also im Bett. Oder halt links und rechts. Links, rechts oder Bauch. Oder obwohl nicht, also vorwiegend rechte Seite, aber die anderen Sachen gehen eigentlich auch, die anderen Stellungen. Ja, doch, sagt man so.
Ja, Stellungen. Aber hört sich Das sind ja keine sechs Stellungen. am Anfang ein bisschen komisch an. Position, kannst du sagen. Ja, genau. Positions. Superposition. Pole Positions. Was heißt eigentlich Pole um Himmels Willen? Paul ist einfach die Hauptposition. Nee, wie soll man das? Die Pol. Paul heißt Pol. Aber was ist Pol? Wie soll man den Pol jetzt umschreiben? Ich meine, es gibt ja, glaubt, das Pole Position, Ja, oder? klar, Pole Position. Jetzt aber Rennen. Pole Position. Ist das Nee, nicht die aber erste? Pol ist immer ein Extrempunkt. Also in dem Fall der vorderste Punkt einer. Also doch die erste Reihe von etwas. Die erste Reihe, so könnte man es ungefähr übersetzen, ja. Ich fliege nur so ein bisschen rum, das ist bestimmt voll albern, aber wir reden ja hauptsächlich momentan Ja, eben, und das ist ja das Interessante. über Ganz Frauen und davon. da. Ja, genau. Ganz davon abgesehen ist es ja so, YouTube, ich meine, ich kenne ein paar Mädels, die gucken teilweise unsere Videos an und die sagen dann halt auch, okay, wir lassen die Videos laufen und machen halt irgendwas nebenher und hören halt nur zu, ne? Weil die so das ganze Spielding gar nicht so interessiert. Die schalten zwar die Videos ein, aber Von hören halt nur uns. zu und machen irgendwas anderes. Ja. Krass. Ja, du, was erwartest du von Frauen, die mit dir zusammenarbeiten? Und das sind nun mal 27 Damen und halt nur drei Herren. Und wenn die wissen, dass ich YouTube mache, dann besteht da schon Interesse, ne? Krass. Okay, ja, gut. Sei es drum. Ich habe nichts dagegen. Ja, ich auch Wir nicht. machen ja das deshalb eigentlich im Endeffekt. Richtig. Und deswegen ist auch gar nicht so schlimm, wenn man mal irgendwie, also das, was ich jetzt hier mache, ist auch nicht spannender. Ich baue hier nur ab und baue ab. Aber für die Leute, die uns eigentlich nur zuhören, ist das wahrscheinlich jetzt hier furchtbar interessant, ne? Die wir einfach nur zuhören und was anderes nebenher machen. Haushalt, bügeln oder was weiß der Kuckuck was. Naja, aber das geht mir echt so bei Kronk. Da mache ich manchmal nur Kopfhörer rein, leg mich ins Bett. Genau, da guckst du gar nicht wirklich, ne? Da Nee. hörst du einfach nur zu. Weil vor allem so, ich sag mal so tiefere Stimmen sind sowieso irgendwie beruhigend, irgendwie finde ich. Ja, genau. Du bist nicht der Einzige, der das sagt. Das habe ich schon oft gehört, dass tiefe Stimmen beruhigend sind. Ich weiß ja nicht, was habe ich denn überhaupt für eine Stimme? Puh. Also so eine richtig tiefe nicht, aber auch, also ich, es geht schon eher Richtung tief. Aber Ja. ja, wie soll man sagen? Es ist so eine Mischung, würde ich jetzt mal sagen. Frag mich nicht, was du für eine Stimme hast. Ich weiß es nicht. Ich würde nur eine normale Stimme sagen. Das ist echt schwierig, so Definition zur Stimme. Ja, auf jeden Fall. Aber ich würde bei mir sagen, dass man meine wird irgendwie schnell so ein bisschen rauer, habe ich so das Gefühl. Rauer. Ja, vom. Ne, Vom Tonfall oder nicht was? vom Tonfall, sondern von weißt du, so ein bisschen kratziger irgendwann. Also so gestresst oder wie? Ist Nee. das kratzig oder? Ja, ich weiß auch nicht, das fällt mir halt manchmal auf. Ja, geil, das ist ganz schön schwierig, irgendwie so eine Definition zu was Eigenem abzugeben, wo man gar nicht so wirklich weiß, ist das jetzt so oder ist es so Ja, nicht? genau. Oder was ist das richtige Wort dafür? Ja, also eins kann ich dir jetzt auch schon mal So gut, sagen. die Reihe baust du noch ab, dann machen wir das Video zu Ende und dann war's das leider schon für heute. Jo, so sieht's aus, ne? Leider kann ich dir nicht helfen. Ja. Sonst wären wir jetzt doppelt so weit. Alter, guck doch mal. Und man sieht man da gar keinen Himmel mehr. Natürlich ohne, dass ich ein Dach habe. Ja, nö, aber nochmal so auf so Bärte zurückzukommen. Also das ist auch, manchmal sind sie im Trend, manchmal sind sie nicht im Trend. Den Frauen gefällt es meistens nicht, weil die dann sagen, das stört beim Küssen so sehr. Scheiß drauf. Da gibt's ja keine Frau. Fertig. Richtig, genau, so ist Ja. es. Ja, und deswegen wird deiner Mutter wahrscheinlich auch nicht gefallen, dass du so einen Bart hast, weil die wird dann auch sagen, ja, denk mal an deine Freundin, wenn die dich küssen muss mit dem Bart, das ist ja scheiße.
Das wäre ja genauso wie wenn dein Vater einen Bart hätte und deine Mutter müsste deinen Vater küssen, hätte die da auch keine Freude dran mit so einem Bart. Mein Vater hat einen Glaube ich. Ah, Bart. ja. Ja, aber doch. Wahrscheinlich auch so ein, keine Ahnung, maximal 7 Tage Bart, oder? Ja, nicht länger. Ja, Wenn eben, überhaupt. das. Ja, eben. Ich glaube, 3 Tage wäre ein bisschen zu kurz. 3 Tage. Bei mir sind das meistens immer. Also momentan muss ich sagen, sind es schon 2 bis 3 Wochen immer. Dann wird abrasiert, dann wieder 2, 3 Wochen, dann wieder abrasiert, wieder 2, 3 Wochen. Ja, aber ist das nicht bei dir so, dass wenn dein Bart wächst und wenn du den so eine Woche dran hast, dass der da anfängt zu jucken? Nee. Nicht? Nee. Okay, also bei mir war das am Anfang so, da ist jetzt teilweise auch noch so, sobald er eine gewisse Länge bekommen hat, fängt er an zu jucken und dann nach 2 Wochen ist das wieder weg und dann kann der so lang wachsen, wie er will, ohne zu Nee, bei jucken. mir war das jetzt zum Glück echt noch nie das Problem. Also Boah, dann hast du Glück, also gejuckt hat er noch dann. nie. Bei mir ist halt die Sache, der wächst halt relativ schnell. Ja gut, aber ich glaube, mein Bart wächst jetzt nicht so schnell, weil wenn ich, ja, ich habe den schon 4 Wochen dran, der ist jetzt nicht so sonderlich lang, da haben andere einen besseren Bartwuchs. Ja, Ich weiß natürlich nicht, ob meine. das vom Alter abhängig Nee, ist. ich keine Ahnung. Also, meiner wächst auf jeden Fall extrem schnell. Also, ich habe mal mit dem Sebi habe ich mal so einen Test gemacht. Also, Ach du bei Scheiße. dem wächst es nicht so schnell. Wie hat der Test dann ausgesehen? Wie muss ich mir das vorstellen? Ja, einfach mal gesagt, okay. Beziehungsweise einfach mal, das war glaube ich sogar eher nicht, das war nicht mal abgemacht. Einfach mal geguckt. Also, man hat halt gesehen, dass es bei mir schneller wächst. Ja, und wie ist denn so dein Bart? Sind das so harte Borsten? Ja, ich glaube schon Borsten. Oder sind die eher mehr so weich und flauschig oder? Also ich sag mal, diese Kante am Kinn, die ist dann schon relativ borstig will ich nicht sagen, aber ein bisschen härter auf jeden Fall. Hey, wir haben gesagt, die Also. Reihe. So, also. Ja, du bist doch zuständig für den Cut. Okay. Ja, stimmt. Oh Mann, ey. Also, Dann vielen Dank fürs Zusehen und also erst einmal vielen Dank fürs Zuhören. Wir wollen ja schön themenbezogen bleiben. genau, und bis zum nächsten Mal irgendwann, bis dann dieses Jahr noch. Tschüss.